das ist ja das Schöne, dass uns Kunst eine Verbindung zu einem anderen Menschen spüren lässt. Wahrscheinlich würde man meine Kunst am ehesten als gegenständliche Malerei bezeichnen. Meine Bilder sind relativ erzählerisch, wobei ich eigentlich immer Geschichten nur andeute oder Erzählungsstränge nur andeute, die dann nie aufgelöst werden. Der Entstehungsprozess bei meinen Bildern beginnt eigentlich immer mit einem Grundbild, das ich im Kopf habe, das manchmal einfach so plötzlich da ist. Manchmal ist es ausgelöst durch Musik, manchmal auch durch Sachen, die ich lese. Und dabei auch so ein bisschen für mich zu eruieren, was ist es eigentlich, was mich an dem Bild fasziniert, welche Aussagekraft das haben könnte. Und dann entwickle ich das in Form von einer Zeichnung immer weiter. Und wenn mir die Idee stark genug erscheint, dann fange ich an, das zu malen oder jetzt in dem Falle manchmal auch in einer Form von einer Kohlezeichnung umzusetzen. Ich liebe es eigentlich, Spuren des Prozesses in den Bildern übrig zu lassen. Dass man merkt, okay, eigentlich wäre etwas prägnanter, wenn man es abändert. Oder es hat eine ganz andere Wirkung. Wie eben vorher war es die Hand, und die Hand hat eine sehr viel stärkere Distanzierung als jetzt sozusagen Kopf an Kopf und mit dem Kopf gegenzuhalten. Und ich wollte eigentlich eben, dass dieses absurde Szenario, dieser Mann versucht, diesen riesen Stier aufzuhalten, wird deutlich absurder, wenn er das mit dem Kopf macht als mit der Hand, weil es dann nochmal eigentlich seine Position noch verwundbarer wird. Und bei der Zeichnung, wenn man sie von der Nähe anschaut, sieht man ganz deutlich eigentlich Spuren von, wo Formen anders angelegt waren. Und dadurch ergibt sich so ein Balancespiel zwischen illusionistischer Wiedergabe oder dass man genau sehen kann, okay, das und das ist, sehe ich hier gerade und die Stofflichkeiten sehe ich gerade, und trotzdem wird diese Illusion die ganze Zeit wieder zerstört, während man das sich anschaut, weil man immer wieder daran erinnert wird, okay, es ist nur Farbe oder es ist nur Kohle und es ist gar nicht wirklich irgendwie was Reales, sondern ich schaue hier ein Theaterstück an, eine Art Illusion an. Wie kann man Bilder kreieren, die nah genug an unserer Realität dran sind, dass sie uns erlauben, reinzukommen, aber trotzdem so ein bisschen unser eigentliches Empfinden, wie wir unsere Welt sehen, auf den Kopf drehen und verändern und dadurch unsere Sichtweise aufbrechen.